So, damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen GTA 4K Mod Vorstellungsvideo. Aber bevor wir zu diesem Mod kommen, erstmal zum Voting unter dem letzten Video. Und zwar ist das nicht so ganz abgelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, aber sagen wir mal so, manche haben sich da etwas daneben benommen. Insofern, weil dann wurde zum Beispiel ihr Kommentar nicht, oh, bleib oben Kamera, nicht gevotet und dann wurde auf der nächsten Seite nochmal ihr Auto geschrieben, aber dann hat man ihr Kommentar nicht gevotet und dann flamet man direkt zu, dass man scheiße ist oder dass man einfach mal gucken sollte, dass eine Seite vorher das Auto ja schon stand. Das ist ja richtig, aber wie das dann da abgegangen sind und dass manche dann wirklich die Kommentare zugespammt haben mit ihrem Auto, nur weil sie unbedingt wollten, dass ihr Auto drankommt. Einen habe ich sogar geblockt, weil der auch von euch haufenweise als Spam markiert wurde. Richtig so, weil da waren mehrere Seiten damit voll. Und ich hoffe, das geht beim nächsten Mal wieder ruhiger ab, also unter diesem Video, weil sonst wäre ich da auch mal einschreiten und mal sagen, ne, dann kommt mal ein paar Wochen kein GTA 4K-Mod-Vorstellungsvideo. Habt ihr halt selber dann drunter gelitten, wenn ihr euch nicht in den Kommentaren vernünftig benehmen könnt. Und zum Voting ist auch so viel zu sagen, dass wenn ein Kommentar, zum Beispiel hier der Königseck, hat zum Beispiel, sagen wir mal, einen Kommentar, der 30 Daumen hoch hat und einen, der 20 Daumen hoch hat. So, dann nehme ich natürlich nicht nur einen, ich rechne beide Daumen hoch Dinger zusammen. Also wenn irgendein Kommentar Daumen hoch hat und anderes das Auto nochmal erwähnt wurde und da auch Daumen hoch hat, rechne ich die zusammen. Also ich nehme nicht nur einen Kommentar davon. So müsst ihr das sehen. Also egal, wie viel Daumen hoch ein Kommentar hat, der wird mit allen anderen Kommentaren desselben Autos zusammengerechnet. So, jetzt genug darüber geredet. Unter diesem Video könnt ihr wieder ganz normale Autos schreiben, beziehungsweise auch Motorräder, je nachdem, was ihr wollt. Und der mit den meisten Votes gewinnt. Der Königseck hinter uns hat es sich schwer gehabt. Der hat gerade mal 54 Votes gehabt oder 57 und hat trotzdem gewonnen. Und da seht ihr mal, der wurde nur einmal erwähnt und die anderen tausendfach und trotzdem hat er hier gewonnen. So viel dazu. So, kommen wir dann auch jetzt mal zum Mod. Und zwar haben wir hinter uns den Königseck CCRX Race Edition, wie hieß die Karre? CCRX, glaube ich, irgendwie sowas. Auf jeden Fall die Sportversion davon. Und ja, der hat einen echt, glaube ich, 1004, der hat auch irgendwie 900 PS. Ist auf jeden Fall Bugatti-Klasse, Bugatti Veyron. Klasse von der Leistung her. Und ersetzt im Spiel vom Mod-Hersteller vorgesehen die Corvette, also die Corvette. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, könnt ihr ja auch selber entscheiden. Ihr könnt das ja je nachdem ersetzen. Und ja, wir gehen jetzt mal hier rum. Ihr seht, hier gibt es mehrere Farbenausführungen. Hier gibt es einmal hier eben einfarbig, nur in schwarz. Dann gibt es die Zierstreifen in rot. Ich weiß nicht, ob es die noch in anderen Farben gibt. Ich habe den jetzt so zweimal gespawnt. Kann gut sein. Wir werden es auf jeden Fall in rot mal anschauen. Wir sehen hier auch die coole Carbon-Optik. Gib mir mal ganz kurz eine Waffe. Dann können wir nämlich mal ganz kurz ein bisschen ranzoomen. Dann haben wir nämlich mal ganz kurz was. Wir nehmen uns einfach mal eine kurze Pistole. Pistol da. So, dann können wir nicht mal ganz kurz ranzoomen. Wie ihr seht, hier ist unscharf. Danke, lad doch mal. Danke. Ja, das ist. Ihr seht, hier haben wir so ein ganz leichten Carbon-Optik. Wir sehen hier, ist schön mit Carbon überzogen. Dieses Streifenmuster eben, was Carbon hat. Das ist richtig schön im Mod hier eingefasst. Man sieht das richtig schön. Das finde ich richtig gut gemacht. Dann haben wir hier auch den Innenraum. Ich mache das jetzt mal Pistole. Finde ich, das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier mit dem Innenraum auch cool designt. Das sieht richtig schön aus hier mit dem Stoff in Rot. Hier unten sogar Metallblech. Dann hier innen, mitten die Konsole. Alles sehr schön, gucken wir mal auf die andere Seite. Gucken mal, wie das Lenkrad so aufgemacht ist. Sehen ja auch sehr gut gemacht. Die Armaturen sehen schön aus, die Fußpedale auch. Sieht also sehr schön gemoddeter Innenraum, auch von außen sehr hübsch. Zum Motor und sowas kann ich leider gar nichts sagen. Problem ist halt einfach, dass die Motorhaube geht hier, das ist der Kofferraum. Die Motorhaube geht bei dem Mod nicht auf, sehr schade allerdings. Wir sehen aber hier schon ein bisschen, sehen wir den Motor. Vielleicht kriegen wir den auch noch während des Modplay, während des Aufnehmens zu Gesicht. So, wir sehen, Dodge Viper steht da unten, ja, wegen meinem Modplay, da ist die Dodge Viper für das Auto eingesprungen. Eigentlich nicht, aber gut. Und ja, wir fahren jetzt... Fuck. Da vorne muss ich rüber. Ja, das ist das Problem, wenn die Karre so übelst tief ist. Aua, aua. Komm ich hier irgendwo rüber? Ja. Boah, das knarzt aber alles schön. So, wir haben eine schöne Gerade. Wir setzen die Karre mal ein bisschen in Szene. Wartet, so. Das Carbon sieht einfach so geil aus. Es sieht einfach richtig fett aus, der Wagen. So optisch schon mal richtig nice. Und dann gehen wir jetzt mal auf Gas, weil da wird euch auch was überraschen. So, jetzt ganz leichte Beschleunigung. Jetzt geht er ab. Der hat wirklich so eine kranke Beschleunigung. Das ist regel... Ich finde es auf jeden Fall realistisch. Der geht richtig derbe ab, der Wagen. Das ist schon mal richtig schön. So, jetzt versuchen wir heile drunter herzukommen. Jo. Ich finde ihn auf jeden Fall richtig nice zu fahren, muss man einfach sagen. So, hier mal rum. Hier gehen wir mal wieder ein bisschen Vollgas. Also, der lässt sich richtig schön Speed hat. Ja, das ist halt realistisch, weil die Karre ist halt overpowered in echt auch. Das ist ein Bugatti Veyron Konkurrent von der Power her. Ups.
Unschön. Ja, ich habe einen Blutmord drin. Das sieht jetzt... wartet mal ganz kurz. Wartet, gleich ist die Karre wieder. So. Das sieht der Wagen nicht schön aus. Das ist ein wunderschöner Wagen, ich weiß. So, probieren wir noch mal ein bisschen zu driften. Die Cops tun mir jetzt leid, dass die jetzt dafür hinhalten mussten, aber hey. Ja, ich habe einen Blutmord für meinen Modplay drin. Das hier immer noch läuft auf meinem GTA-Kanal. Wenn ihr GTA 4 und Mods mögt und ein Let's Play davon sehen wollt, geht auf meinen GTA-Kanal. Da habe ich da eins. Und ja. So, probieren wir. Ich will zwar einmal einen Drift hinkriegen. Problem ist natürlich, wenn wir jetzt hier irgendwie rüberschießen, dann sind wir natürlich direkt im Wasser. Ja, der geht dann ordentlich vom Tempo runter. Naja. Leider kriegen wir das nicht so hin, wie ich das gerne möchte, aber der Wagen ist so schön. Der möchte eine Wand küssen, beziehungsweise möchte erst eine Barrow machen und natürlich machen wir das in Königs LCCR XR-Style natürlich mit richtig viel Speed. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Puh! Das kommt dabei raus, dass die Karre einfach viel zu tief ist und der qualmt auf mir. Schau mal, das ist schon mal schön. Das Schadensbild sah auf jeden Fall nicht schlecht aus, nur das wollte ich jetzt noch gar nicht betrachten aus dem Winkel. Haben wir das erste Auto, was so tief ist, der wirklich so fucking... Ja gut, der ist wirklich scheiße tief, ne? Ah, haben wir wirklich das erste Auto, was jetzt nicht darüber kommt. Das wäre natürlich echt schade, dass wir mit dem Auto keine Barrel hinkriegen würden, weil die Karre halt einfach zu tief gelegt ist. Ich probiere es halt einfach nochmal. Ich bezweifle einfach, dass wir es hinkriegen werden, weil der Wagen zu tief ist. Ah doch, wir haben es schön. So, betrachten wir mal die Ausbeute. Wir sehen nur eine ganz kleine Beule, denken einfach, da ist gar nichts, aber... Wir sehen hier die Aufhängung gebrochen, das ist schon mal richtig nice. Und setzt halt jetzt auch auf, weil die Aufhängung natürlich durch ist. Das ist gut. Das sieht richtig gut aus. Wir sind ja auch nicht richtig aufgesetzt, wir haben nur vorne die Aufhängung halt, weil wir da über den Boden geschraubt sind, geschädigt. Das finde ich vernünftig. Klar, hätten noch ein bisschen mehr deformieren können, aber ich finde schon mal Aufhängungsschaden ist schon mal gut. Das haben viele Mods nämlich manchmal nicht. Das sind halt die ein bisschen schlechter entwickelten, weil die Federn werden dann meist nicht mit einberechnet und so hat. Aber hier sieht es schon mal gut aus. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den nochmal rüberkriegen. Ich hoffe nicht, dass wir wieder hängen bleiben. Ja, schönes Ding. Oh, und schönes Ding. Oh Gott. So wollte ich das. Dankeschön, Spiel. Danke, dass das Flugzeug genau in dem Moment da kam. Oh, 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 oh. Jo, Eier, Eier, Eier. Das sieht richtig nett aus. Boah, guck dich schon mal an, wie schön hier die Reifen eingedetscht ist. Boah. Und hier auch. Fährt er überhaupt noch? Ja, aber er blockiert hinten. Bei bestimmten Kurven fährt er noch. Ja, in diesem Winkel fährt er noch, weil wir ihn lenken. Weil er dann in dem Winkel fahren darf. Aber sonst blockiert er. Das sieht auch richtig gut aus. Also die Federn sind schön eingedellt. Das gefällt mir richtig nice. Ja, ja, wieder ein Auto, was den... Oh, Klinker. Ja, wir machen es erstmal sauber. Was den LPN überzeugen kann und was ihm total gefällt. Ja, das ist schon ein schickes Auto, was wir hier fahren. So. Heißt jetzt frontal eine Wand krachen? Genau, das heißt es. Dann wollen wir doch mal gucken, was der Frontalcrash so bedeutet, ob wir das Auto zum Brennen oder irgendwas bringen, weil der Motor ist eigentlich hinten normal, wenn wir vorne einschlagen sollten, da hinten nichts anfangen zu fackeln. Man weiß ja nie. Okay, es qualmt schwarz, ist aber noch okay. Ja, das ist jetzt... Da rund laufen tut der Motor nicht mehr. Ist okay, das sieht jetzt, ist halt normal eingedellte Front jetzt, ganz glatt. Kein Reifen so eingequetscht, das wundert mich jetzt ehrlich ein bisschen, aber gut. Es ist in Ordnung, ja. Wir wollen jetzt nicht meckern, das ist so okay. So, dann wollen wir jetzt nochmal unter die Tank-LKWs. Da auch nochmal den CCRX fröhlich drunter hauen. So. Und rum. Noch schön erstmal einen Burnout hinlegen. Und dann sagen wir mal 3, 2, 1, go. Gucken wir nochmal, was so Nico in seiner Fahrgastzelle aushält, beziehungsweise die Fahrgastzelle des Königseck. Wollen wir doch mal sehen, wie gut er sich unter einem Tank-LKW schlägt. Es sah gut aus. Es hat sich zumindest gut angehört. Oh, au. Ja, mach erstmal die Tür zu, Nico, finde ich auch. Ja, Tür zu machen ist erstmal das Wichtigste in der Situation. Ja. Okay, der fällt auf jeden Fall nicht mehr vorne. Es ist okay. Man könnte ein bisschen mehr, hätte man noch mehr deformieren können. Aber es ist, sieht gut aus. Der Reifen ist halt eingequetscht und das ist schon mal recht nett. Also, das hat schon mal einen Pluspunkt, dass der Reifen ist eingequetscht und wir auf jeden Fall schon mal nicht mehr gut weiterfahren können.
Hut ab, das sieht auf jeden Fall recht gut aus. Also Schadensbilder ist gut, Optik auch. Was mich halt ein bisschen stört, ist halt, dass wir eben keine Motorhaube oder sowas aufmachen können. Das finde ich halt ein bisschen schade. Würde ich nämlich gerne mal den Wagen sehen. So, bevor wir jetzt eben nochmal den Wagen schrotten werden, werden wir jetzt erstmal kurz nochmal die Time ausmachen. Das Problem ist nämlich mit diesem scheiß Grafikmod. Das ist eben nicht vernünftig. Warte mal. Hä, Mann! Das Grafikmod muss sich die Nacht selber einstellen, sonst funktioniert er nicht. Das ist das Problem. Schade eigentlich. Ja, der IC Enhancer funktioniert nur bei mir so infern, wenn er die Zeit selber einstellt. Wenn ich die Nacht selber einstelle, dann will sie nicht. Weil dann ist irgendwie alles schwarz, dann rechnet die Zeit nicht vernünftig. Vielleicht dauert es auch einfach zu laden. Wir können ihm einfach mal Zeit geben, wer weiß. So, wartet mal kurz. Braucht ein bisschen Zeit. Wir sehen nämlich, die Lichter sind nämlich ein bisschen unrealistisch, die aktuell laufen. Hängt dann sind, aber gut. So, wir können einfach die Time lassen wir mal so und wir versuchen mal das Licht von dem Auto anzumachen. Das müsste doch eigentlich auch gehen. Wie können wir die Lichter nochmal? Es müsste doch gehen, die Lichter einzuschalten, oder? Na, ich weiß nicht wie, aber gut. Wir stellen den Wagen jetzt einfach mal ab. Die Lichter leuchten cool. Wir stellen den Wagen ab. Nico weiß genau wieder, was sein Job ist, nicht wahr, Nico? Gib ihm seinen netten Raketenwerfer. Wo ist er denn? Ich bin zu finden, da unten. Und damit würde ich mich dann auch verabschieden. Wie immer, schreibt wie immer Kommentare zu neuen Autos. Und wenn die schon vorkommen, bitte liken. Ich möchte nicht, dass wieder so viele ohne Likes da rumstehen an Kommentaren. Das wäre wieder ein bisschen blöd. So, wir zielen auf den netten Wagen. Sagen Ade und wir sehen uns beim nächsten GTA 4 K-Mod-Video wieder. Bis dann. Ciao.